Also es ist ja nichts grundsätzlich Neues, dass man auch fragt, wie wirksam ist man. Es ist nur jetzt bei dieser wirkungsorientierten Fragestellung eigentlich eine Perspektivenwechsel insofern, dass man nicht mehr guckt, was ist der Input, sondern was ist der Output. Das Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein hat insofern mit Wirkungsorientierung zu tun, da es ein Programm momentan an einem Programm partizipiert, dem Promotorinnenprogramm, was vom BMZ gefördert ist. Und da ist es ganz eindeutig so gefordert, dass man eine Wirkungsorientierung mit einbindet. Was wir brauchen, um Wirkung messen zu können, ist eine realistische Einschätzung von Seiten der Projektträgern und die Möglichkeit, auch nochmal nachzufragen, nochmal nachzuhaken. Wir führen die Projekte nicht durch. Wir können nur am Schluss sehen, hat da was funktioniert, ja oder nein. Und im besten Fall vielleicht sogar auch noch rausfinden, warum hat es funktioniert. Wir wollen ja von unserem Thema mehr Menschen überzeugen und dafür sorgen, dass globale soziale Rechte, dass fairer Handel, dass postkolonialistische Fragestellungen und andere Dinge umfassend behandelt werden und auch das Verhalten sich ändert, hier in Deutschland vor allen Dingen. Und da denke ich, ist es unerlässlich, dass wir uns über Wirkung Gedanken machen und auch lernen aus Fehlern und uns vorher eigentlich überlegen, was wollen wir erreichen, hinterher gucken, haben wir es erreicht, um dann zu schauen, wie können wir es vielleicht besser erreichen, wenn wir es nicht erreicht haben, was wir wollen. Also es gibt wirklich Aspekte, die ich für sehr sinnvoll und hilfreich erachte. Und zwar diese Konzentration nochmal darauf, wo wollen wir hin? Und zwar nicht, auf was ist unsere Vision ausgerichtet, sondern wo wollen wir auch noch selbst erreichbar hin? Dass man sich da nochmal im Team genauer drüber beugt und es ausdiskutiert. Und dann eine sinnvolle Lösung findet, wie man das auch in einem Projektkonzept umsetzt und ich dann als Evaluatorin auch das später untersuchen kann, ob dieses Konzept aufgegangen ist. Also habe ich so viele Veranstaltungen gemacht, habe ich so viel Geld investiert, sind die Veranstaltungen durchgeführt worden? Wenn ja, dann ist das Geld gut angelegt gewesen. Und so frage ich jetzt eigentlich anders. So frage ich, was will ich eigentlich mit den Veranstaltungen? Welche Wirkungen beabsichtige ich und gehe von da aus und entwickle mein Setting? Der Unterschied zwischen Ziel und Wirkung liegt darin, dass mein Ziel ein gewünschtes, ein vielleicht erstmal hypothetisches ist und dass ich gucken muss, ob ich da hinkomme in meinem Projekt und dass die Wirkung sich deutlich unterscheiden kann, dass ich vielleicht verschiedene Faktoren nicht kannte, nicht berücksichtigt habe oder die sich im Verlauf des Projektes verschoben haben, dass sich Prioritäten verschoben haben und damit verschiebt sich die Wirkung. Und, was ich am Schluss erreicht habe, das kann ich dann sehen. Und wie das langfristig wirkt, kann ich meistens überhaupt nicht sehen. Ein Ziel ist halt das, was man sich sozusagen als langfristiges vornimmt. Und eine Wirkung ist eigentlich eher mal irgendwas mit was Kurzfristiges. Also was man halt aus einem Projekt herauszieht, aus einer gewissen Maßnahme. Das kann halt eine gewisse Wirkung haben, die dann halt letztendlich sozusagen kombiniert mit anderen
Faktoren dann das Ziel irgendwie erreicht. Häufig merkt man das auch, verwendet man das Synonym Ziel und Wirkung. Ja? Da gibt es gar nicht so eine klare Trennung und ich glaube, die braucht es auch gar nicht. Ja? Wenn jemand sich wohler fühlt, indem er weiterhin den Begriff Ziel verwendet, ja, mein mittelfristiges Ziel ist und andere verstehen darunter Wirkung, sei es drum. Ja? Wichtig ist, dass beiden klar ist, dass sie vom Gleichen sprechen. Die Risiken sehen wir ja jetzt, ne? Dass alle darüber reden, alle verwenden den Begriff irgendwie unterschiedlich. Alle meinen, sie würden über das Gleiche reden, tun es aber in keinster Weise. Und dann kommt da so eine ganz seltsame Gemengelage bei raus. Und da sehe ich eigentlich das Risiko dann auch für die Träger, dass die auf einmal das Gefühl haben, ich werde diesen ganzen Projektanträgen nicht mehr gerecht, das schaffe ich gar nicht, ich kann auch den Nachweis nicht erbringen. Es macht nicht wirklich unbedingt überall Sinn, diesen Aufwand von wirkungsorientierter Projektarbeit einzuführen, wo es eine langjährige, anderweitige Reflexion ihrer Arbeit gibt. Ich finde aber, man muss nicht warten, bis die Wissenschaftler sagen, ja, wir haben das jetzt durchdiskutiert und 1+1 ist wirklich 2, sondern das ist natürlich ein Prozess. Und erst wenn man anfängt, etwas zu machen und auch Fehler macht, wird man herausfinden, was funktioniert und was nicht. Und gefühlt bei mir ist es so ganz klar, dass es was bringt, wenn wir uns über Wirkungen Gedanken machen und das auch reflektieren. Und ja, die Wissenschaft ist herzlich eingeladen, das zu begleiten und kann da auch sicherlich wichtige Inputs geben, aber von der alleine würde es jetzt nicht abhängig machen. Abgehobene Wirkungsorientierung, die nicht leistbar ist im Rahmen der Projekte, die wir durchführen, halte ich für wenig sinnvoll, weil wir das nicht leisten können und das auch nicht leistbar ist. Gute Wirkungsorientierung in kleinen Maßstäben mit guten Ergebnissen finde ich allerdings ja, sehr wichtig. Es muss halt realitätsnah sein, weil insbesondere wir im Land Bremen können nur Projekte fördern für ein Jahr. Wir sind an den Haushalt gebunden, also an das Kalenderjahr. Und von einem Bildungsprojekt zu erwarten, dass es innerhalb eines Jahres Wirkung entwickelt, da muss man schon sehr an der Realität bleiben, ich sag mal, Bodenhaftung haben und nicht überzogene Erwartungen haben. Ich halte das Thema nicht nur für umsetzbar, sondern für, also nicht nur bedingt für umsetzbar, sondern für zwingend notwendigerweise umsetzbar, weil wir nicht möchten, dass immer alle Projekte wieder von vorne anfangen, sondern dass auf Vorhandenes aufgebaut wird, dass aus Erfahrungen gelernt wird und das fließt dann da rein ein. Das BMZ fordert ja solche Wirkungsindikatoren ein. Wir müssen gucken, dass wir für unsere Mitgliedsgruppen die kleinen Geldgeber, ich sag mal die kleinen Geldgeber wie Bingo, NOE und so weiter und so fort, dass die nicht auf denselben Trichter kommen, genau dieselbe standardisierten Antragsformulare zu entwickeln, wie das BMZ gemacht hat. Also es ist mir lieber, dass wir uns heute mit der wirkungsorientierten Projektarbeit beschäftigen, als wenn wir uns das letztlich von anderen aufzwingen lassen, wie das tatsächlich auszusehen hat. Wir haben ja auch einen Rechtfertigungsdruck gegenüber unseren Geldgebern, die Geldgeber in der Regel gegenüber deren Finanziers und sind sehr häufig die Steuerzahler oder eben auch Spender, die für uns spenden. Und ich finde schon, dass da zu Recht der Anspruch ist, dass wir
zeigen, was für Wirkung wir erzielen. Und wir erzielen auch gute Wirkung. Und das können wir eben über die Instrumente der Wirkungsorientierung auch klar machen und damit auch vermitteln. Also wir müssen, egal wie, die Ergebnisse, die aus dieser Wirkungsforschung kommen, das sind unsere Ergebnisse. Und die gehören niemandem anderes. Und es ist auch kein Kontrollinstrument von irgendwelchen Geldgebern. Also wenn wir diese Technik der wirkungsorientierten Projektarbeit dann alle irgendwann mal inhaliert haben, den Aufwand und den Nutzen gegenseitig abgewogen haben, die Perspektiven von Geldgebern, unseren Partnern, unseren Kooperationspartnern uns und unsere eigene abgewogen haben, dann müssen wir natürlich auch noch eine Position finden, wie relevant wir das Ganze finden. Und das ist ein offener Prozess.